Klone und herzlich willkommen zu meinem neuen Behind-the-Scenes-Tutorial. Heute soll im Fokus die Erstellung meines Hauptdarstellers der Timeslip-Filmreihe stehen. In Form eines Work in Progress möchte ich die Möglichkeiten der Gesichtssteuerung und Eculips von Reillusion zeigen. Als erstes muss in Character Creator der Hauptdarsteller generiert werden. Aus diesem weiblichen Hauptdarsteller soll jetzt ein männlicher Hauptdarsteller mit meinem Gesicht werden. Dafür benötige ich das Headshot-Plugin. Mit dem Headshot-Plugin ist es möglich, mit einem standardisierten Foto per Copy und Paste eine Anpassung des Avatars zu machen. Hierbei werden nicht nur die Gesichtszüge auf den Avatar übernommen, sondern durch die Einstellung auch das Geschlecht des Avatars und die Textur, die im Bild zu sehen ist, wird auf den gesamten Körper übernommen. Und hier sieht man schon mal mein Gesicht. Um das Ganze der Realität anzupassen, sind weitere Plugins erforderlich. Als erstes wird der Körperbau eingestellt. Es darf nicht zu dick sein. Es darf nicht zu muskulös sein, sondern es sollte dem Alter angepasst werden. Und hierbei gibt es sehr schöne Möglichkeiten, den Avatar anzupassen. Hat man einmal den Körper vom Alter her angepasst, wird auch noch das Gesicht angepasst. Und alles weitere erfolgt mit dem SkinGen Premium Plugin. Hier gibt es die Möglichkeit, Narben, Capillary Cheeks, insbesondere die Hautfalten, die im Alter auftreten, Veränderungen der Gesichtsstruktur, Decals, hier eine Tätowierung aus dem Sci-Fi-Bereich anzuwenden. Diese ist alles problemlos möglich und kann durch den Character Creator und das SkinGen Premium hervorragend gelöst werden. Der nächste Schritt besteht darin, die Kopfbedeckung, die Haare, die Augenbrauen, den Bart zu erstellen. Hier nutze ich den Beard and Brows Builder sowie den Hair Builder, um eine realistische Veränderung der Gesichtsstruktur zu bewirken. Das Schöne hierbei ist, dass eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten inklusive auch der Farbgebung besteht, um die Haare dem Alter anzupassen oder auch exotische Haarfarben zu nehmen. Hierzu dient auch der Hair Builder. Als Grundlage für den Anzug nutze ich den PRCC Male Sci-Fi Armor als Grundlage. Die Textur dieses Anzugs erstelle ich mit GS Placement. GS Placement ist von Windmill Digital Art ein zurzeit kostenfreies Programm, mit dem man sehr schön bis zu 8K Größe Materialien erstellen kann, die für Sci-Fi Filme durchaus genutzt werden können. Die Vielzahl der anzuwendenden Strukturen ist sehr groß. Ich hinterlege diese Datei und bearbeite sie dann mit einem Materialeditor weiter. Ich persönlich nutze den Substance Player mit Bitmap to Material. Materialize als kostenfreies Programm ist ebenfalls möglich. Der Substance Player hat jedoch die große Eigenschaft, dass die Einstellung, insbesondere im Normal Displacement oder Ambient Occlusion Bereich, sehr viel filigraner durchgeführt werden können und der zu sehende 3D-Effekt der Oberfläche sehr viel intensiver dargestellt werden kann. Die Dateien werden hinterlegt und in einem nächsten Schritt dann in iClone für die Textur des Anzugs übernommen. Im nächsten Schritt geht es darum, mit Eculips, X-Plus, Face Puppet oder Face Key die Gesichtssteuerung zu perfektionieren. Als erstes wird die Audiodatei, die ich mittels Audacity bearbeitet habe, übernommen. Im zweiten Schritt wird die Audiodatei über Eculips weiter bearbeitet. Der einzige Nachteil bei Eculips zum jetzigen Zeitpunkt ist, dass nur ein englisches Wörterbuch besteht. Das heißt also, die weitere Feinarbeit ist etwas aufwendiger, als wenn man dies im Englischen durchführt.
hier wird dann nach Einstellung der Lippenoption, bei denen die Glattheit der Bewegung eingestellt werden kann, werden die Phoneme einzeln angewählt und über die Ausdrucksstärke der entsprechenden Situation angepasst. Wenn Sie dies für alle Phoneme durchgeführt haben, ist der nächste Schritt der Sprachstileditor, mit dem wir wiederum die einzelne Expression der Phoneme weiter verfeinern können. Auch die Geschwindigkeit lässt sich dabei einstellen. Ein weiterer Schritt ist die Anwendung von Gesichtskeys, hier aus dem X Plus Sammelsurium. Hier gibt es eine Vielzahl von Gesichtskeys, die die Gesichtsstruktur verändern können und der jeweiligen Situation anpassen können. Haben Sie die Gesichtskeys gesetzt, geht es dann mit der direkten Gesichtssteuerung auch hier wieder über X Plus weiter. Hier können dann die Augenbrauen, die Augen, der Mund, die Lippe, die Zunge, auch die Kieferstruktur etwas feiner eingestellt werden und ihren Bedürfnissen und emotionaler Stimmungslage angepasst werden. Das Ganze wird dann in iClone erstellt und in HitFilm Pro bearbeitet. Oh, hallo, ist das etwa für das Making-of? Da will ich mich doch gleich beschweren. Schaut mich an, ein Held wirst du sein, sagte man mir. Du wirst berühmt und reich, lockte man mich. Und so unterschrieb ich für 7 Folgen der Timeslip-Reihe. Und nun? Jetzt hänge ich hier rum und komme nicht mehr raus. Hasta la vista, baby.